Hallo Elektronikfreunde, willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Operationsverstärker. In diesem Video geht es allerdings um eine spezielle Schaltung. Und zwar nennt sich die Schaltung Instrumentationsverstärker. Manche nennen es auch Instrumentenverstärker, Messverstärker. Auf Englisch ist das Instrumentation Amplifier. Und ich möchte einfach mal auf so ein paar Eigenschaften von dieser Schaltung eingehen und dort natürlich auch praktisch gesehen ein paar Messungen durchführen. Bevor ich hier mal so ein paar Eigenschaften erläutere, habe ich hier mal den Aufbau eines solchen Instrumentationsverstärkers gezeichnet. Der unterteilt sich in zwei Hälften. Und zwar muss man hier sozusagen eine Linie ziehen. Auf der linken Seite habe ich einen reinen Verstärker und auf der rechten Seite habe ich hier einen Differenzverstärker. Bei dem Differenzverstärker hier auf der rechten Seite wird angenommen, dass alle Widerstände gleich groß sind und dass dieser untere Widerstand hier nach Masse geht. Und wenn alle gleich groß sind, dann hat man auch gleich eine Gleichung für UA. Und ich will mal diese Gleichung, die jetzt sich hier so ergeben, auch mal einfach aufschreiben, damit man nachher den Zusammenhang zwischen UA und den beiden Eingangsspannungen sieht. Wer sich noch nicht mit dem Differenzverstärker auskennt, dem empfehle ich das Video Nummer 2 von mir. Dort geht es nochmal speziell um den Differenzverstärker. Die Gleichung hier für UA bezogen auf U11 und U22 bei gleichen Widerständen ist sehr einfach. Ich schreibe das mal einfach hier hin. Also sozusagen die erste Gleichung UA ist gleich U11 minus U22. Die zweite Gleichung, die ich aufschreiben kann, bezieht sich auf die Spannung U11 und U22 und bezogen darauf auf diese Widerstände, die hier dort in der Mitte sind. Da kann ich jetzt also schreiben, die zweite Gleichung U11 minus U22, das ist also hier die Differenz, ist gleich 2 mal R1 plus RG und das Ganze mal I R1. Wenn jetzt hier eine Spannungsdifferenz ist, dann fließt ja hier ein I und den habe ich jetzt I R1 genannt. Und dadurch, dass hier kein Strom wegfließt, also diese Bias-Ströme sind annähernd 0, fließt also der Strom von U22 nach U11 oder andersrum, je nachdem. Auf jeden Fall kann man dadurch jetzt diese Gleichung hier aufstellen. U11 minus U22 ist gleich 2 mal R1. Wir haben ja zwei von denen drin, die sind auch gleich groß, plus RG und mal diesen Gesamtstrom, der da durchfließt. Man kann jetzt noch eine dritte Gleichung aufstellen, C. Und zwar bezieht sich die Gleichung auf U1 und U2 und RG. Und da kann ich einfach sagen, U1 minus U2, die Differenz hier, die ist gleich der Spannung, die an RG liegt. Denn es ist ja so, wir haben ja hier eine Gegenkopplung bei beiden Operationsverstärkern hier vorne. Das heißt, dieses UD auf beiden Seiten beträgt 0 Volt, also hier auch 0 Volt. Und deswegen ist die Differenz auch an RG. Und deswegen kann ich dort schreiben, U1 minus U2 ist RG mal IR1. Der Strom fließt ja wie gesagt durch, dieser IR1. Und die beiden Spannungen liegen dann auch dort jeweils an, U1 und U2. Man hat also jetzt hier eine dritte Gleichung. Und diese Gleichung, die werde ich jetzt sozusagen miteinander verknüpfen, sodass man nachher am Ende sieht, das Verhältnis von UA zu U1 und U2. Als nächstes forme ich hier das um nach IR1. IR1 ist gleich U1 minus U2 geteilt durch RG. Und jetzt sieht man hier, IR1 steht ja auch dort. Das heißt, ich setze jetzt dieses dort ein. Außerdem kann ich hier dieses U11 minus U22 dort oben einsetzen. Das heißt, ich mache folgendes: C in B einsetzen und dann B in A
einsetzen. Und dann kommt Folgendes raus. Also daraus folgt dann UA ist gleich U11 minus U22, das haben wir hier. Also 2 mal R1 plus RG mal IR1 und IR1 war ja U1 minus U2 durch RG. Wenn man jetzt das UA zu den Eingangsspannungen betrachten will, dann kann man einfach schreiben UA zu U1 minus U2. Das heißt, ich teile hier durch U1 minus U2 ist gleich 2 R1 plus RG geteilt durch RG. Und man sieht jetzt hier das Verhältnis sozusagen von Ausgang zu den Eingangsspannungen ist hiermit definiert. Das heißt, das hier ist im Prinzip der Verstärkungsfaktor. Letztendlich nach einer weiteren kleineren Umformung kann ich sagen, UA ist gleich die Differenz von U1 und U2, also 1 minus U2 mal diesem Verstärkungsfaktor. Der ist jetzt 2 mal R1 plus RG durch RG. Und wie gesagt, das ist jetzt die Verstärkung. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist im Moment, dieser R1 ist ja irgendwie fest vorgegeben. Also hier diese beiden Widerstände. Und normalerweise hat man denn diesen RG, der eigentlich nur noch die Verstärkung bestimmt. Das heißt, ich habe einen Widerstand, der die Verstärkung bestimmt. Und wenn man jetzt in den Datenblättern von solch einem Instrumentationsverstärker mal reinschaut, dann sieht man also tatsächlich, Verstärkung ist eben hier diese Gleichung. Und dort muss man eben gucken, wie groß ist R1, beziehungsweise steht dann auch drin. Und ich habe auch mal ein Beispiel, was ich gleich mal zeigen werde, von dem INA333. Dort steht genau das Gleiche. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, diese gesamte Schaltung hier würde man also nicht so aufbauen. Die würde viel zu ungenau werden, deswegen gibt es dieses Ganze hier als IC zu kaufen. Wobei der RG dann meist rausgezogen ist, beziehungsweise dort zwei Pins vorhanden sind, wo man so einen RG anschließen kann, also einen Widerstand, der die Verstärkung bestimmt. Ich möchte noch ganz kurz die Verstärkung hier ein bisschen umformen. Also Verstärkung V ist gleich 2 mal R1 durch RG plus 1. Und wenn man jetzt zum Beispiel in das Datenblatt von dem INA 333 reinguckt. Ich habe den also, ich habe das mal hier, INA 333 Instrumentation Amplifier, und dort ist praktisch hier genau das gleiche Bild angegeben, wie ich das hier gerade schon gezeichnet habe. Man sieht zwar hier noch Filter, die kann man ja immer erstmal rein rechnerisch ignorieren. Man sieht hier die beiden Widerstände, die sind also jeweils 50 Kilo Ohm. Hier haben wir diesen RG. Hier ist der Differenzverstärker mit jeweils 150 Kilo Ohm, das heißt, hier findet gar keine Verstärkung statt, sondern es wird einfach nur die Differenz gebildet zwischen diesem und diesem Punkt. Und hier unten steht dann auch die Gleichung G, also für Gain, Verstärkung gleich 1 plus 100 Kilo Ohm durch RG. Das sind ja beide 50 hier jeweils, also haben wir zweimal diesen inneren Widerstand, der bei mir wieder R1 war, also 100 Kilo Ohm durch RG. Und somit kann ich also dann hier die Verstärkung einstellen. Man sieht also auch hier die einfache Beschaltung. Letztendlich kauft man so einen Instrumentationsverstärker und ich kann am Eingang dann eine bestimmte Spannung anlegen, beziehungsweise einen Sensor, der eine Spannung vielleicht erzeugt, ein Thermoelement oder sowas. Und mit diesem RG stelle ich dann einfach die Verstärkung ein. Es gibt allerdings dort auch Dinge, die vielleicht zu beachten sind. Und das will ich natürlich dann messtechnisch auch mal zeigen, sodass man dann sieht, was da eigentlich für Effekte vielleicht auftreten können. Um zu zeigen, worauf man bei der Verwendung eines Instrumentationsverstärkers achten muss, habe ich hier mal zwei Schaltungen aufgebaut. Die erste Schaltung ist hier mit dem AD620, das ist der hier. Dann haben wir auf der anderen Seite den INA333, das ist der hier. Und der erste große Unterschied ist,
Der ADC 620 ist mal mit einer bipolaren Versorgung ausgestattet, nämlich plus und minus 5 Volt. Und der INA 333 nur mit 5 Volt. Warum? Weil er nur bis 5 Volt betrieben werden kann. Beide habe ich jetzt so eingestellt mit diesem Widerstand, dass eine Verstärkung von 1000 ungefähr damit realisiert wird. Wenn man das jetzt rechnet, bei dem ADC braucht man also hier 500 Ohm, da habe ich jetzt 2 1 Kilo Ohm parallel. Und bei dem INA 333 hat man dann 1 Kilo Ohm. Und was ich machen werde, ich werde ein Thermoelement hier mal ranklemmen. Das Thermoelement erzeugt so eine Spannung von ein paar Millivolt, deswegen auch die Verstärkung von 1000, damit man dort am Ausgang ein paar Volt rausbekommt. Und ich werde dann mal die Ausgangsspannung messen und dann auch die Unterschiede zeigen. Das Thermoelement, was ich hier verwende, habe ich mir selber gebaut. Und zwar besteht es einfach aus einem normalen Kupferdraht, der ist verzinnt, und einem Widerstandsdraht. Und ich werde dann die beiden Enden hier an den Eingang des Instrumentationsverstärkers anschließen. Und wenn ich hier vorne das Thermoelement erhitze mit dem Lötkolben, dann entsteht auch eine kleine Spannung hier am Ausgang. Und diese Spannung wird dann verstärkt mit Faktor 1000. Und ich werde zunächst mal mit dem ADC 620 damit beginnen. So, das Thermoelement habe ich jetzt, wie es hier auch gezeichnet ist, angeschlossen. Im Moment kommen beim Instrumentationsverstärker 20 Millivolt raus. Und wenn ich jetzt hier mal mit dem Lötkolben rangehe, dann sieht man, die Spannung steigt dort sehr stark an. Ich werde das mal hier noch ein bisschen anders halten, dass man es besser sieht und dass der Effekt auch besser ist. Also man sieht über 1 Volt. Ja, das kommt also dabei raus. Das ist jetzt der AD 620, also bei 2 Volt ungefähr befinden wir uns in dem Dreh. Und ich mache jetzt das gleiche mal mit dem INA 333. Ich habe jetzt hier das Thermoelement an den INA 333 angeschlossen. Und wenn ich jetzt hier mit dem Lötkolben wieder rangehe, dann sieht man, dass die Spannung dort auch ansteigt. Sollte eigentlich auch so bis 2 Volt in etwa gehen, je nachdem, wie gut man den Lötkolben hier ranhalten kann. Man sieht also, steigt ganz gut an. Scheint also soweit zu funktionieren. Und jetzt werde ich mal hier die Polarität vom Thermoelement am INA 333 ändern. So, die Polarität ist geändert und wenn ich jetzt hier rangehe, dann sieht man am Multimeter, da kommt gar nichts raus. Das ist natürlich klar, denn jetzt haben wir eine negative Differenz und der müsste eigentlich dann eine negative Spannung auch ausgeben. Aber der INA 333 wird ja nur mit 5 Volt betrieben, das heißt, es geht da nicht. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit dem ADC 620. So, das Thermoelement ist jetzt wieder am ADC 620 dran, aber dort ist jetzt die Polarität auch wiederum vertauscht. Das sieht man hier schon, da kommt was Negatives raus, ein bisschen zumindest. Und wenn ich jetzt hier mit dem Lötkolben rangehe, dann sieht man auch, die Spannung steigt weiter im negativen Bereich. Also der AD 620 wird mit einer bipolaren Versorgung versorgt und damit ist es natürlich auch möglich, dann negative Differenzen dort am Ausgang auszugeben. Bei der nächsten Messung sieht der Aufbau hier so aus, dass ich beide Instrumentationsverstärker auf die Verstärkung 4 eingestellt habe und der negative Eingang hier minus, der geht an Ground jeweils. Und als Eingangsspannung habe ich an dem positiven Eingang jetzt 1 Volt anzuliegen. Man sieht es auch hier, 1 Volt. Und mal 4 müsste also jetzt 4 Volt rauskommen. Und jetzt werde ich mal hier am AD 620 messen. Das ist also hier der weiße. Und siehe da, es kommen also 4 Volt raus. Jetzt mache ich die gleiche Messung am INA 333. Das heißt, ich stecke hier das Eingangssignal um. Das gelbe ist hier das Eingangssignal, da kann ich noch mal kurz nachmessen, ob das da 1 Volt beträgt. Also hier sieht man 1 Volt am Eingang und am Ausgang sieht man 1,61 Volt. Und die Frage ist natürlich, warum
Ist das so? Denn ich habe ja hier eine positive Spannung am positiven Eingang. Mal 4 müsste ja eben 4 Volt rauskommen. Also ich habe ja 5 Volt. Und dazu muss man sich mal nochmal die Innereien anschauen, beziehungsweise die Spannungen, die dort entstehen. Ich habe hier nochmal grob gezeichnet, wie das ja im Instrumentationsverstärker aussieht. Hier ist der Differenzverstärker, den habe ich jetzt mal als so großen Block gezeichnet. Hier ist die Eingangsstufe und habe unter der Konstellation, dass der negative Eingang auf Ground ist und der positive Eingang auf 1 Volt liegt, mal hier so die Spannung eingezeichnet. Dadurch, dass ja hier UD0 ist und dort auch, haben wir also hier auch 1 Volt zu liegen und es fließt ein Strom in dieser Richtung von unten nach oben hier in dem Fall, also 1 Volt hier, 0 Volt da, sodass der Strom auch hier weiterfließt durch diesen 50 Kiloohm Widerstand, sodass hier auch 1,5 Volt abfallen von da nach da. Das gleiche gilt natürlich für diesen Widerstand, dort fallen diese 1,5 Volt von da nach da ab. So dass ich bezogen auf Ground, das ist ja hier im Prinzip, weil hier 0 Volt anliegen, dass ich hier unten plus 2,5 Volt habe, nämlich die 1,5 Volt plus dieser 1 Volt, habe ich hier plus 2,5 Volt. Und von diesem Nullpunkt in dieser Richtung 1,5 Volt habe ich auf einmal minus 1,5 Volt. Die Gesamtsumme ist natürlich 4 Volt und er müsste auch 4 Volt rausbekommen, aber der INA 333 hat keine negative Versorgung. Das heißt, hier werden keine 1,5 Volt mehr anliegen können. Das heißt, das Ganze wird hier irgendwie auf 0 gedrückt, sodass auch die Differenz hier nicht mehr 1 Volt beträgt. Und wenn die nicht mehr 1 Volt beträgt, dann wird auch der Strom durch alle Widerstände kleiner. Und dann wird auch diese Spannung hier, diese Differenzspannung kleiner, sodass auch keine 4 Volt mehr rauskommen können. Was ich jetzt mal machen will und zeigen will, ich werde mal diese Spannung hier messen. Das ist ja die Spannung am Widerstand außerhalb des ICs. Und dann kann man nämlich die Gesamtspannung messen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe das Multimeter jetzt nochmal an den Ausgang von dem INA 333 geklemmt gegen Masse. Und man sieht, ich habe ja nur eine Ausgangsspannung von 1,61 Volt. Und jetzt messe ich mal die Spannung über diesem externen Widerstand. Kurz mal umstecken hier und man sieht dort, es ist ja eigentlich eine Differenzspannung von 1 Volt, nämlich 0 zu 1 Volt und hier liegen aber nur 398 Millivolt an. Das heißt, ich kann jetzt hier mal in den Plan einfach mal reinschreiben, von da nach da 398 Millivolt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, na wieso denn das? Denn es gibt ja hier eine Gegenkopplung und eigentlich müsste die Spannung 0 sein. Das ist zwar richtig, allerdings ist es so, dass hier im oberen Bereich, dadurch, dass hier keine negative Spannung ausgegeben werden kann, dieser Regelkreis, das ist ja letztendlich ein Regelkreis, unterbrochen wird. Und dadurch wird auch UD nicht mehr 0 sein. Und deswegen bricht auch diese Spannung hier zusammen und deswegen fließt hier auch ein viel geringerer Strom. Wenn man jetzt die Spannung hier über dem 50 Kiloohm nochmal nachrechnet, dann kommt man nämlich genau auf diese 1,6 Volt. Ich habe hier die wichtigen Spannungen nochmal eingezeichnet. Zum einen die 398 Millivolt über dem 33 Kiloohm hier. Das verursacht dann natürlich einen Strom. Und wenn man jetzt die Spannung über diesen 50 Kiloohm Widerständen berechnet dazu, da ist einfach die Gleichung UX, so habe ich das hier genannt, ist 50 mal 0,308 durch 33, dann kommt man ungefähr auf 603 Millivolt. Und wenn ich diese drei Spannungen zusammen addiere, dann komme ich genau auf 1,6 Volt. Hier gibt es ja keine Verstärkung, dann kommen eben nur 1,6 Volt dabei raus. Man sollte also beachten, wenn einer der Anschlüsse hier auf Ground liegt, dann braucht man einen Instrumentationsverstärker mit einer bipolaren Spannungsversorgung. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit und die wäre, dass man die Verstärkung auf 1 stellt. Auf 1 wäre so, dass dieser Widerstand entfällt, der hier. Dann haben wir eine Verstärkung von 1 und man sieht dann auch schon, man hat eigentlich hier nun einen Spannungsfolger, dort auch. Man hat dann hier eine Differenz, weil ja hier 0 Volt sind, dann hat man hier auch 0 Volt. Schreibt das mal hier hin. Und hier hat man dann 1 Volt, hier ist dann auch 1 Volt, sodass man dann
auch eine Differenz von einem Volt hat, dann stimmt das wieder. Also das sind die zwei Möglichkeiten, wenn man hier das Problem hat oder die Sache hat, dass hier einer der Anschlüsse auf Ground liegt. Um jetzt zu zeigen, dass der INA 333 wirklich einen Verstärkungsfaktor von 4 hat, das hat man ja hier in dieser Konstellation nicht gesehen, habe ich Folgendes gemacht oder werde Folgendes machen. Ich werde jetzt also diese 1 Volt hier sozusagen getrennt von diesem Ground anschließen und dann wird man auch sehen, dass dort auch 4 Volt rauskommen. So, ich messe jetzt hier direkt mit dem Multimeter mit diesen beiden Anschlüssen hier die 1 Volt. Das sind hier meine 1 Volt, die separat von meiner Spannungsversorgung hier kommen. Und die gehen jetzt hier auf den Instrumentationsverstärker. Und wenn ich jetzt am Ausgang messe, dann natürlich gegen Masse, dann sieht man dort, dass eben 4 Volt genau rauskommen, Verstärkungsfaktor 4. Also hier nochmal der Hinweis, ganz wichtig, wenn man dort einen der Anschlüsse auf Ground setzt, dann braucht man auf jeden Fall einen Instrumentationsverstärker mit einer bipolaren Spannungsversorgung. Ich hatte ja am Anfang so ein paar Sachen hier nochmal aufgeschrieben, so Eigenschaften von Instrumentationsverstärkern, und eine wichtige Sache ist diese hohe Gleichtaktunterdrückung. Was ist das? Dabei handelt es sich um Folgendes: wenn auf beiden Pins sozusagen das gleiche Signal drauf liegt, zum Beispiel durch Störung, dann darf das natürlich in keinem Fall verstärkt werden. Es ist ja auch ein Differenzverstärker, das heißt, er soll eigentlich nur die Differenz von beiden verstärken, und wenn dort das gleiche Signal drauf liegt, darf das in keinem Fall verstärkt werden. Und ich habe folgenden Messaufbau. Ich habe jetzt hier die beiden zusammen angeschlossen und habe hier einen Funktionsgenerator dran. Und die Frequenz habe ich auf 50 Hertz gestellt, weil das so ein eine typische Frequenz ist, die immer stört. Und ich messe dann am Ausgang mal die Spannung. Und das will ich mal am Oszilloskop mal zeigen. Ich habe derzeit eingestellt 200 Millivolt Peak-to-Peak. Und beide Pins werden, wie gesagt, mit dieser Frequenz angesteuert. Und dann schauen wir mal, was am Ausgang bei rauskommt. So, das obere Signal ist jetzt das 50-Hertz-Signal, in etwa mit dem Funktionsgenerator in dem Fall mal erzeugt. Das geht, wie gesagt, an den positiven und negativen Eingang von dem Instrumentationsverstärker. Und am Ausgang sieht man eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Rauschen. Das heißt, das ist sehr gut. Und das wird auch oft in den Datenblättern angegeben, wie groß das Verhältnis sozusagen ist. Also hier wird komplett dieses Wechselsignal unterdrückt. Das ist natürlich auch sehr gut. Dadurch kann man eben im Bereich kleinster Signale auch bei Störgrößen, wie zum Beispiel das 50-Hertz-Netz, was man eigentlich überall irgendwo hat, kann man gut messen. Ja, und das war's zu diesem Thema Instrumentationsverstärker. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.